Sehr geehrter Herr Rektor Merck, Inge als Vertreter des Spectabilis, lieber Doktorvater Professor Schmidt und Mitbegleiter Professor Klima, und hier sitzt der Professor Stohl, mein Mentor, und der weitere promovierte Mitbetreuer, damals war der Professor Klima noch kein Professor, daher habilitierter Betreuer, der Dr. Ott hat uns leider verlassen, aber wir denken weiter an ihn, auch wenn er nicht mehr hier sein kann. War ja ein sehr bekannter Lungenmediziner in Innsbruck. Und dann freue ich mich natürlich insbesondere, dass meine Familie da ist, alle Mitglieder des Instituts und Frau Professor Löwenstein hat ja der Herr Rektor schon erwähnt, als auch Vertreterin meines Forschungsbereichs Alternsforschung leider nicht da sein kann. Entschuldigt ist der Professor Breitmacher aus Salzburg, ein weiterer Mentor und Zellbiologe. Ich habe meine Doktorarbeit ja hier gemacht und es war damals, habe mir also die Zellen in der Lunge näher angeschaut. Die Zellen kamen vom Dr. Ott und seinen Patienten in Reute in den Plansee-Werken. Und wir haben damals geschaut, wir waren die Ersten, die auch mit dem Rastermikroskop nachgeschaut haben, ob es denn überhaupt Pneumozyten in so einer Bronchoalveolar-Lavage gibt. Die Lavage ist nicht mehr ganz so aktuell heute, aber das Thema Schlafmedizin, Sportmedizin und Altersforschung, ich denke, das sind Themen, die uns allein schon deshalb beschäftigen, weil wir einfach alle älter werden. Da, glaube ich, können wir jetzt wenig dran ändern. Und deshalb wird das wohl auf jeden Fall aktuell bleiben. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind bei dem schönen Wetter. Es wäre jetzt eigentlich eher Zeit, um das am Innufer zu verbringen. Ich mache es also nicht allzu lange, um Sie nicht aufzuhalten, und freue mich, wenn Sie alle nachher noch mitkommen auf einen kleinen Imbiss, den die Mensa des Instituts vorbereitet hat am Kletterturm, am Klettergelände. Ja, und dann gehen wir in Medias Res. Jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege. Ja, hat funktioniert. Martin Kopp war so nett, Institutsvorstand, mir das zu zeigen, wie das geht. Gendermedizin ist natürlich ganz besonders wichtig und es war ja gestern und heute die Ehrendoktorwürdeverleihung an den Professor Gervasi und ich möchte mich diesem Thema ein bisschen auch anschließen. Das war auch der Grund, warum ich mit dieses Thema gewählt habe. Das ist eines der Forschungsgebiete, ist bei mir eben auch der hormonelle Einfluss auf die Atmung und da wiederum die Verbindung, genauso wie es beim Altern auch ist. Man kann immer alles miteinander verknüpfen. Das haben Sie ja schon von der Frau Professor Werner gehört, dass ich sozusagen irgendwie so jemand bin, der doch ein bisschen globaler denkt. Und auch hier ist es also möglich, alle Fachgebiete, die sie aufgezählt hat, irgendwie unter einen Hut zu kriegen, unter dem Thema auch, wie sind denn die Frauen davon betroffen. Nun, zunächst einmal wird ja zurzeit wieder darüber diskutiert, dass der Geschlechterunterschied eigentlich nicht so groß ist. Im Rahmen der Gleichberechtigung versuchen wir, den eigentlich wegzudiskutieren. Aber was unseren Körper betrifft und was die Atmung und den Schlaf und die Höhe betrifft, da ist er halt doch da. Da kann man ihn halt nicht ganz wegleugnen. Und das sehen Sie schon auf den Bildern. Inge hatte ja meine Mutter angesprochen, der Grund allerdings war jetzt nicht, ich habe das erst entdeckt, also das ist jetzt erst, das war eine Entdeckung meiner Frau, die ein Fotoalbum hervorgezogen hat und da habe ich erst gesehen, dass meine Mutter tatsächlich, das kommt dann am Abschlussbild, den Hermann Buhl persönlich kennengelernt hat, aber sie hat mich ein bisschen angesteckt gehabt, weil sie natürlich ein Fan von ihm war, wie halt die meisten damals in den 50er Jahren, es war der große Held. Sollte man vielleicht auch erwähnen, es ist ja ein echter, absoluter reiner Innsbrucker, der angefangen hat auf der Nordkette mit dem Klettern als junger Bub und dann der erste Mensch über 8000 Meter ohne Sauerstoff war. Es wird immer gerne vergessen, ist aber so. Ja, er war Hillary und Tenzing Norgay waren ja 3 Wochen früher auf dem Everest, aber mit Sauerstoff, wenn man schön auf den Bildern auf dem Gipfel sehen kann. Hermann Buhl, der Erste, der sowohl ohne Sauerstoff auf 8000 Meter war, als dann auch eine Nacht dort verbracht hat, was heute noch immer noch unmöglich erscheint, weil man eigentlich sich nicht erklären kann, wie man das überleben kann. Aber wir sehen auf dem Bild schon, ja, also leider hat mir meine Mutter das Klettern nicht so vererbt, weil ich schon ein bisschen schwer geworden bin.
aber mit ihrem Begleiter, dem Hirst Neuchel aus St. Johann in Tirol, sieht man so den Unterschied, so die Frau relativ locker hier sitzend und der Mann wirkt als erschöpft, auch wenn meine Mutter das im Tagebuch etwas anders geschildert hat. Sie hat gesagt, sie beneidet ihn um seine Ruhe. Ja, aber vielleicht kommt da doch schon raus, dass Frauen mit der Höhe besser umgehen können. Und bevor wir aber zur Atmung kommen, Thema ist ja auch Schlaf, war ja da gestanden, bei Atmung, in der Höhe und eben beim Schlafen. Und auch beim Schlafen sind Männer und Frauen völlig unterschiedlich und das sieht man, denke ich, hier auch, das sehr relaxte, verlängerte Tiefschlaf sozusagen, wo man trotzdem alles mitkriegt, also das glaubt die Dame jedenfalls, ja. Auch vor allem jetzt bei langwierigen Konferenzen, jetzt dann heute D-Day, wissen Sie ja, ist gleichzeitig heute der 6. Juni, ist ja Invasionstag und jetzt treffen Sie sich und da braucht Sie also diesen Erholungsschlaf, um dann den Herrn Putin vernünftig dazu zu bringen, dass er sich aus der Ukraine wieder zurückzieht. Im Gegensatz dazu, wir Männer, wir tun uns mit dem Schlafen ein bisschen härter und das hat also auch wieder hormonelle Gründe, natürlich, wenn man sich das so gut vorstellen kann. Logischerweise, was haben wir denn für Unterschiede? Das weiß jeder, das lernt jeder fast schon in der Schule, im Biologieunterricht. Die Frauen, also wer es nicht im Biologieunterricht kennt, der lernt es dann spätestens dann, wenn er die Packungsbeilage von der Pille anschaut. Und da sind wir wieder bei unserem heutigen Ehrendoktor. Dann nämlich, wenn er da liest, da ist in der Pille drin Östrogen, Progesteron. Und das Prolaktin ist nicht in der Pille, aber spielt auch eine große Rolle. Und das haben wir Männer, was glauben Sie, haben wir das alle nicht? Doch, ohne Progesteron wird man nämlich gar keine Menschen werden. Das ist eines der wichtigsten plazentalen Hormone, wie mein Doktorvater mit Sicherheit weiß. Ja, und das steuert überhaupt unsere Entwicklung. Und ohne Progesteron würden wir alle nicht das Atmen anfangen. Kann man im Versuch nachweisen, wenn man Tieren, denen man das Progesteron weggenommen hat durch Knockout, wenn man denen dann wieder Progesteron gibt, dann startet die Lunge wieder zum Atmen. Ist also mit das wichtigste Atmungshormon. Also haben wir Männer das auch. Aber wir haben es natürlich, je älter wir werden, zuerst einmal weniger, dann kriegen wir später wieder etwas mehr davon zu unserem Nachteil. Aber wir sind da den Frauen unterlegen. Beim Östrogen sowieso, das haben die Frauen fast nur ganz für sich alleine. Und das Prolaktin, das haben wir Männer auch. Also wir, Entschuldigung, wenn ich jetzt für meine Geschlechtsgenossen spreche, also das haben die Männer natürlich auch, aber natürlich in einer kleineren Menge. Was haben wir dafür? Wir haben sehr viel Testosteron. Und jetzt können wir das schon ganz einfach machen, den ganzen Vortrag. Progesteron lässt uns atmen und Testosteron lässt uns leider nicht atmen. Jetzt wissen Sie auch, warum Männer schnarchen und Frauen auch schnarchen, aber ein bisschen weniger. Ja, wir kommen auch gleich noch drauf. So, jetzt hat das Ganze aber eben auch Einfluss auf alles. Ein bisschen was lernen wir jetzt im Vortrag noch, aber auch auf den Schlaf. Ja, auf die Dauer des Schlafs, auf die Körpertemperatur im Schlaf und sowieso natürlich, wie gerade angesprochen schon, schnarchen, nicht schnarchen, mehr schnarchen, weniger schnarchen, auch auf die Atmung im Schlaf. Und Dauer des Schlafs, was glauben Sie denn? Brauchen Frauen Schönheitsschlaf? Eigentlich bräuchten ihn wir Männer, oder? Weil die Frauen hübscher sind. Was meinen Sie, brauchen Frauen Schönheitsschlaf? Meine ja. Ja, nicht nur Ihre Frau, sondern alle Frauen brauchen Schönheitsschlaf. Und zwar eine halbe Stunde. Das reicht Ihnen aus. Das schlafen Sie länger als wir Männer. Und das ist natürlich bedingt dadurch, durch die Hormone. In dem Fall spielt das Prolaktin und das Östrogen eine größere Rolle. Also, wir haben durch das Östrogen haben wir mehr kann man, wenn man das gibt, zum Beispiel den REM-Schlaf verstärken in Ratten und in Mäusen. Und da sieht man jetzt auch den Unterschied. Man kann nicht immer alles aus dem Tierversuch vergleichen. Bei menschlichen Frauen, ja, die gibt es auch, aber die sind jetzt nicht der heutige Gegenstand. Also bei Frauen
wird auch der Tiefschlaf durch das Östrogen vor allem angestoßen. Und die Frauen haben also einen tollen Tiefschlaf. Wir Männer haben auch einen tollen Tiefschlaf durch das Testosteron. Das wirkt also hier bei uns Schlaf anstoßen. Allerdings tut es bei uns den REM-Schlaf verkürzen. Und wir träumen später. Wir Männer träumen später. Die Frauen fangen früher zum Träumen an, wenn sie einschlafen. Und jetzt kommt natürlich das, der ganz entscheidende Punkt, während das bei uns Männern doch eher so ist, dass, sage ich mal, bis 50, 40 tut sich jetzt nicht so viel, bleibt immer alles gleich, sind die Frauen damit konfrontiert, dass sie während des monatlichen Zyklus, natürlich, Entschuldigung, dort, da waren wir, dass sie natürlich hier starke Schwankungen haben. Also das heißt, der Schlaf der Frauen verändert sich innerhalb des Zykluses bereits. Mal schlafen sie tiefer, mal träumen sie früher, mal träumen sie mehr, mal träumen sie später. Wenn also die Männer jetzt nicht ganz genau wissen, warum das manchmal so schwierig ist alles, ja, dann können sie sich vielleicht jetzt das ungefähr aus dem heraus vorstellen. Das hat also einfach auch hier was damit zu tun, mit dem Monatszyklus, der bei den Frauen immer wieder die Schlafgewohnheiten innerhalb eines Monats verändert. Wir haben ja gesagt, die Hormone beeinflussen das und der Schönheitsschlaf, der dauert also 30 Minuten. 30 Minuten schlafen die Frauen länger, das heißt, die Männer schlafen 7 Stunden im Schnitt, wenn man sie normal schlafen lässt, und die Frauen 7,5 Stunden. Allerdings, und das gilt wie alles bei diesen Hormongeschichten, nur bis zur Menopause. Danach gleichen sich die beiden Geschlechter immer weiter an. Und wenn wir schauen, wie wir alle älter werden, dann wird es so sein, dass es immer mehr Frauen gibt, die genauso natürlich alles gleich haben wie die Männer, weil sie automatisch einfach schon auch schon älter sind und sich damit an die Männer angeglichen haben. Also nicht nur langlebende Ehepaare gleichen sich irgendwo komplett aneinander an, sondern generell wir Geschlechter gleichen uns mit dem Älter immer näher aneinander an. Und der entscheidende Grund, warum Frauen länger schlafen, dürfte wahrscheinlich mit dem Prolaktin zu tun haben, also höhere Prolaktin-Level tun, also praktisch das Melatonin beeinflussen, Prolaktin, Melatonin, passt gut zusammen. Und dieses Melatonin dann natürlich auf der Hypothalamus-Achse wird dann dazu führen, dass also die Frauen da ein bisschen länger schlafen. Sieht man auch hier ganz schön abgebildet. Und das können Sie noch steigern, wenn die Frauen stillen. Wenn Frauen stillen, dann haben sie noch mehr und noch längeren und noch tieferen Schlaf durch das noch weiter erhöhte Prolaktin. Innerhalb des Tiefschlafs haben die Frauen eine höhere Aktivität durch die Hormone vom Tiefschlaf als die Männer. Und diese Unterschiede kommen tatsächlich bereits, daher auch die Abbildung von dem kleinen Kind, im Alter von 4 bis 14 Monaten. Also da, wenn dann die Sexualhormonproduktion startet, in dem Moment auch kommen diese Schlafunterschiede bereits raus. Also schon die Kleinkinder, Mädels schlafen anders als die Buben. Und, jetzt kommt damit ein entscheidender Punkt auch, ist es denn so, dass Frauen auch Schlaf ganz anders empfinden als wir? Kennt man vielleicht, wenn man die vielen Magazine immer so anschaut oder im Fernsehen oder was weiß ich, Spiegel, Stern, mal liest, dann kommt immer wieder raus, Frauen haben das Gefühl, sie sind nie ausgeschlafen. Ja, Männer stein und weg, gehen ins Bett und schlafen einfach tief ein. Ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Und es ist tatsächlich so auch, das Gefühl des Schlafens, des Ausgeschlafenseins ist unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Und daher sagt man, Fatigue, also für so eine allgemeine Unausgeschlafenheit auf der Venus, und einfach stormiert am Mars. Ja. Stimmt das wirklich oder ist das ein Schmarrn? Nein, also ein Kollege von uns, der Arne Leiersen, hat das nochmal näher untersucht. Lass uns bitte weg, dass es sich hier als auch um Schlafapnoe handelt, sondern einfach nur mal das anschauen. Und wenn wir uns das jetzt sehen bei der Fatigue, dann sehen Sie, dass natürlich die Frauen, egal ob weiß oder schwarz, deutlich mehr und Müdigkeit, so allgemeine Müdigkeit empfinden, als das die Männer tun.
Und während die Müdigkeit, das sehen wir bei den Männern, deutlicher ausgeprägt ist. Also das heißt, wir empfinden Schlaf auch komplett unterschiedlich. Und weil wir den Schlaf unterschiedlich empfinden, deshalb ist es für die Forschung wichtig, dass wenn wir über Schlaf forschen, dass wir auch auf das eingehen, wenn wir zum Beispiel Fragebögen entwickeln, müssen wir Frauen ganz anders fragen als Männer. Ja? Die Frage, sind sie tagsüber müde, wird eine Frau mit beantworten, nein. Fühlen sie sich schlapp oder irgendwie unausgeschlafen, würde eher eine Frau mit Ja beantworten. Und bei Männern ist es genau umgekehrt. Das ist wichtig, weil das greift natürlich auch auf das zurück, auf was ich bisher mitgeforscht habe, also auf Fragebögen. Und der Martin Kopp und ich, wir arbeiten gerade nochmal an einer Publikation, die zwar schon, wo die praktische Arbeit schon lange her ist, aber dieses Thema eine große Rolle spielt. Jetzt, wenn Frauen schwanger werden, gibt es nochmal Veränderungen, ist ja klar, weil dann natürlich die Hormonlevel nochmal wesentlich ansteigen. Und diese Unterschiede kommen so in der 11. Woche nach der Befruchtung. Und da steigt dann der Schlaf nochmal deutlich, und zwar vor allem bei den Frauen, die schon Erfahrung mit einer Schwangerschaft haben, also bei den Multipara. Die schlafen dann nochmal 40 Minuten länger, sie schlafen dann über 8 Stunden, das ist völlig normal. Also lassen Sie bitte Ihre schwangere Ehefrau oder Freundin auch richtig ausschlafen, die braucht es. Die zum ersten Mal schwanger sind, die sind so aufgeregt und da ist so ein Stress, dass die sogar weniger schlafen. Ja? Aber nicht natürlich würde dieser Stress weg sein und dieses Ungewohnte würden sie länger schlafen. Das sieht man also auch, dass man das auch nochmal mit beachten muss. Ja? Da sehen Sie, wie viel Einfluss sowas hat. Eine Schwangerschaft setzt einen unter Stress. Und die erste Schwangerschaft halt besonders und danach ist man das dann schon gewohnt. Also sage ich jetzt natürlich, als Mann ist natürlich Blödsinn, wenn ich das sage, ja, aber wenn es die Frauen ausdrücken könnten, dann wäre es besser. Wenn es hier eine Frau steht, würde sie sich leichter tun. Also das ist so die Erfahrung und deshalb schlafen die dann da einfach dann ausgeruht und besser. Keine Angst kommen, das sind die wenigeren Textdias. Also viele bei den Frauen, die das erste Mal schwanger sind, vor allem wenn sie es nicht gewohnt sind, die haben einfach Rückenschmerzen und Krämpfe und schlafen dadurch insgesamt weniger. Und vor allem, was ein großes Problem ist noch beim Schlaf in der Schwangerschaft, das darf man nicht vergessen, schade, dass jetzt die Frau Professor Högl nicht da ist. Ich habe es noch am Flughafen ankommen sehen, aber ich glaube, sie war so müde, hat so einen Jetlag gehabt. Das ist ja unsere Spezialistin an der Universität Innsbruck, weltweit bekannt für Restless-Legs-Forschung. Das ist nämlich so, dass also 20% der schwangeren Frauen aufgrund des Eisenmangels, den sie haben, vor allem dann im letzten Trimester, entwickeln ein Restless-Legs-Syndrom. Also ganz wichtig, dass Frauen in der Schwangerschaft diesen Eisenmangel ausgleichen, damit sie es nicht bekommen. Und komme gleich noch auf das Thema dann zurück, in der Schwangerschaft, aber nicht durch einen Hormonmangel, im Gegenteil, sondern weil es zu einem großen Einlagerung von Flüssigkeit kommt, entwickeln sehr viele Frauen auch dann eine Schlafapnoe, die dann wieder weg ist nach der Schwangerschaft. So, das war der erste Teil zum Thema Schlaf. Jetzt kommen wir zum Thema Atmung. Und bei Atmung, wir hatten ja jetzt vorher so gehört, ja, Prolaktin und Östradiol, das beeinflusst den Schlaf sehr stark. Bei der Atmung können wir uns jetzt ganz allein auf das Progesteron konzentrieren. Wenn also jemand wie die Gerlinde Kaltenbrunner alle 8000er besteigt, dann hilft ihr dabei, ihr logischerweise noch vor postmenopausales erhöhtes Progesteron. Jetzt ist es nichts Neues. Dass Progesteron das wichtigste Hormon ist für unsere Atmung, also mit das Atmungshormon schlechthin, das hat man schon Anfang des Jahrhunderts rausgekriegt, also vor jetzt ganz knapp 99 Jahren, sind es knapp 100 Jahren, ein Professor Hasselbach, ja, der hat es dann damals schon beschrieben, dass also das Progesteron dazu führt, dass die Menschen stärker atmen. Das ist dann noch weiter untersucht worden, dann nach dem Krieg hat man das Thema wieder aufgegriffen und ein Name taucht sehr häufig auf, das ist ein Professor Dirschall. Ich habe mir den nachher nochmal genauer angeschaut, der Professor Dirschall, der sehr viel geforscht hat zu diesem Thema Progesteron und Atmung,
ist 1946 zum Dekan der Medizinischen Fakultät Bonn berufen worden. Er kam aus, war in beiden Weltkriegen, ist in beiden Weltkriegen verwundet worden und war unbelastet und ist dadurch vom Privatdozenten gleich zum Dekan aufgestiegen. Das waren also schnelle Karrieren, die damals möglich waren aufgrund der zeitlichen Umstände. Ja, was passiert jetzt also genau? Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlicher als der bisherige Vortrag. Hoffe, die, die nicht so tief im Thema sind, sehen wir das nach. Ja, was ist denn eigentlich das, was passiert, wenn wir einen Sauerstoffmangel haben, Hypoxie? Dann tut unser Körper, unsere Zelle, und zwar jede einzelne, nicht den Faktor, den hypoxienduzierten Faktor erst bilden. Sie hat ihn schon drin, aber er wird erst aktiv, weil er nämlich nicht mehr abgebaut wird. Sobald ein Sauerstoffmangel da ist, bleibt der HIF-Alpha-1, also der hypoxieinduzierte Faktor, der alle Gene bei uns im Körper dann in den Zellen anstößt, der bleibt dann in der Zelle drin, wird immer mehr und ab einer gewissen Menge, sozusagen Dose-Response-technisch, je mehr HIF da ist, fängt er also an, alle diese Gene zu aktivieren, die dann mit Akklimatisation, mit dem Umgang mit weniger Sauerstoff, dass wir überhaupt auf den Berg raufgehen können, dass wir auf 8000 Meter raufgehen können, das hängt dann damit zusammen, mit diesem HIF-Alpha-1. Der wird normalerweise, wird der eigentlich abgebaut, immer wieder. Und zwar, der wird der hydroxyliert, also das kommt so eine OH-Gruppe an den HIF-Alpha-1 an, dann bindet sich noch was dran und dann wird er so groß, dass die im Proteasomen in der Zelle ihn erkennen können und einfach wieder aufessen und damit ist der HIF wieder weg und kommt nie in diese Dosis, wo er wirklich aktiv wird. So. Und was hat jetzt da eben das Progesteron für einen Einfluss? Das Progesteron greift hier ein und unter anderem verhindert es in diesem Bereich durch die Zyklooxygenase 2-Bildung, ja, dass der hypoxieinduzierte Faktor abgebaut werden kann. Das heißt, es verstärkt quasi bei Hypoxie, bei Sauerstoffmangel, nochmal vermehrt, dass es zu keinem Abbau kommt und dass der HIF stärker ansteigt. Und das ist eine der wichtigsten Funktionen, die das Progesteron in der Zelle selber hat und in der Zelle selber spielt. Und Sie sehen, dass das eine ganz neue Forschung ist. Also noch nicht mal, gibt es keine Seitenzahl in Neuroendocrinology, sondern ist gerade erst elektronisch veröffentlicht worden. So, jetzt ist leider der Professor Gneiger nicht da, der hat zwar gesagt, dass er kommt, das ist ja unser großer Mitochondrien-Spezialist in Innsbruck und hat viele Preise bekommen und so einer der wichtigsten Mitochondrien-Forscher überhaupt auf der Welt. Sonst wäre vielleicht schön, wenn er das Bild sehen könnte, nämlich wir können noch tiefer gehen. Wir können nicht nur in die Zelle reingehen, sondern wir können sogar noch in die Mitochondrien gehen. Also Sie sehen hier, das ist auch noch eine relativ neue Forschung, ja. Jetzt weiß man, dass das Progesteron direkt an der Membran der Mitochondrien angreift und über dieses Zytochrom 450 sozusagen auch zu Stoffwechselvorgängen führt innerhalb der Mitochondrien, die dann auch wieder bei zum Beispiel oxidativen Stress, dieses ROS ist ein Ausdruck von oxidativem Stress, also Sauerstoffmangel, dass dies gebildet wird, das Progesteron, um hier auf Sauerstoffmangel zu reagieren. Da unten haben wir das Zytochrom, ja, das spielt da eine große Rolle mit. Und wie gesagt, hier an der Membran der Mitochondrien greift das Progesteron direkt an. Und wenn das Progesteron da ist, greift es an allen Zellen an. Alle Zellen natürlich, die wichtig sind für die Atmung, insbesondere. Also wir haben ja schon gehört von der Inge, dass unser Forschungsbereich auch der Fettstoffwechsel ist, also da wird es auch eine Rolle spielen. Aber gehen wir mal für das vielleicht, was am wichtigsten ist für die Atmung. Das sind natürlich Nervenzellen, die im Bereich der Atmungsorgane eine Rolle spielen. Also im Gehirnstamm und bei unserer Atemmuskulatur hier oben, ja, kommen wir gleich zu dem Thema auch noch. Und dann natürlich auch im Gehirn selber und das Zwerchfell ist ein ganz wichtiger Atemmuskel. Und da sehen wir, das ist jetzt keine ganz neue Forschung, sondern das weiß man schon länger. Wenn man Progesteron gibt, je höher die Dosis ist, kann man bei Katzen zum Beispiel, man könnte es auch bei Ratten und bei Mäusen zeigen, das wäre jetzt kein Unterschied, ethisch bei Menschen geht es natürlich nicht,
Je höher die Progesterondosis ist, desto größer ist einfach simpel die Aktivität des Zwerchfells. Und natürlich, je stärker das Zwerchfell arbeitet, desto tiefer können wir Luft holen, desto mehr Luft kriegen wir rein. Also das ist eigentlich, kann man sagen, ich glaube, ganz gut allgemeinverständlich, oder? Ja. Gut, und da schauen wir uns das auch nochmal an. Wie ist es denn dann? Also wie gesagt, wir atmen in der Minute, wer weiß es, alle wahrscheinlich 13 bis 15 Mal, 13 Mal in der Nacht und so 15, 16 Mal jetzt in Ruhe, wenn wir jetzt so einen Vortrag anhören, natürlich, wenn wir uns anstrengen, noch wesentlich häufiger. Und das ist natürlich dann so, wird immer wieder das Zwerchfell aktiviert und da sehen Sie, je mehr Progesteron ich gebe, desto höher geht also quasi die Anzahl der Aktivitäten im Zwerchfell rauf. So, haben wir jetzt einmal die Atemmuskulatur. Jetzt haben wir als nächstes, ganz wichtig natürlich, auch die Sensorik für die Blutgase. Und auch da wieder spielt das Progesteron mit die wichtigste Rolle, als kann ich die Sensorik hochfahren, also kann ich empfindlicher werden für Sauerstoffmangel, kann ich dann schneller atmen oder weniger. Und hier spielt auch wieder das Progesteron eine Rolle, also es tut direkt einwirken, wie wir es gerade an diesen Zellmodellen gesehen haben, auf die Aktivität der Nervenzellen im Glomus caroticum. Und auch das kann man wieder im Tierversuch natürlich machen, auch hier wieder an Katzen gemacht, indem man denen also Progesteron gibt. Und noch besser wirkt es, weil das Östrogen, ich habe es ja gesagt, Östrogen ist nicht der ganz entscheidende Faktor, aber man kann die Wirkung von Progesteron noch steigern. Anscheinend scheint Östrogen noch ein Mediator zu sein, der die Wirkung des Progesterons nochmal erhöht. Und im Gehirn direkt selber, wie schaut es da aus? Natürlich auch komplizierte Zellen wie die Mikrogliazellen, die übrigens im Gehirn dafür da sind, oxidativen Stress abzubauen. Ja, also Teil auch übrigens des Immunsystems, ganz wichtig, auch die werden durch Progesteron direkt angeregt, aktiv zu werden. Das heißt, auch hier im Gehirn hilft das Progesteron, sozusagen Stoffwechselprodukte, die durch Hypoxie entstanden sind, abzubauen und Aktivitäten im Gehirnstamm zu steigern. So, jetzt komme ich auf eine Arbeit, die mich mit am meisten beeinflusst hat. Der Rainer Popowitsch ist der ehemalige Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und ist ein Wiener und hat eine Praxis in Zettel, war längere Zeit in Denver mit dem David White zusammen und die haben aufgrund der ganzen Arbeiten von vorher eine tolle Arbeit gemacht im Journal of Applied Physiology und haben sich angeschaut, wie wirkt denn das Progesteron auf den Hypoglossus. Der Hypoglossus ist der Zungenmuskel und der Zungenmuskel ist für uns, dass wir atmen können, dass die Zunge vorne ist und aktiviert ist, mit der wichtigste Muskel überhaupt. Der Kingman Stroll hat jetzt gerade im New England Journal vor 2 Wochen eine Publikation gehabt zur Aktivierung des Hypoglossus durch einen Schrittmacher bei Leuten mit Schlafapnoe. Aber natürlich die gesund sind, die keine Schrittmacher brauchen, die brauchen zumindest eine Grundmenge an Progesteron, ob die Frauen oder auch wir Männer. Aber weil die Frauen mehr haben, haben sie schon mal einen aktivierteren Zungenmuskel. Den kleinen Scherz am Rande haben sie jetzt nicht mitgekriegt, okay. gut. So, und das, wie haben die das sich angeschaut? Die haben sich das angeschaut, wie schaut es denn aus in den verschiedenen Phasen? Und natürlich ist es klar, in der Gelbkörperphase, also in der Luteumphase, in der zweiten Hälfte des Zyklus, da ist natürlich logischerweise das Progesteron viel, viel höher nochmal als in der Follikularphase. Und aus diesem Grund haben wir auch eine höhere Aktivität im Zungenmuskel am Anfang des Zyklus als in der zweiten Hälfte. Und jetzt mache ich den Witz ein bisschen lauter. Jetzt können Sie sich dann zum Beispiel erklären, warum die Gesprächigkeit am Anfang des Zyklus ausgeprägter ist als in der zweiten Zyklushälfte. Das ist jetzt nicht politisch unkorrekt, sondern das lässt sich ganz gut einfach wissenschaftlich erklären.
Ja, und hier noch einmal, ein bisschen unscharf, Sie sehen es jetzt nochmal hier, die Follikularphase. Dann sehen Sie, haben wir ein etwas weniger ausgeprägtes EMG, etwas kürzer. Bei der Bewegung der Zunge durch den Hypoglossus und wenn wir in die Gelbkörperphase kommen mit einem hohen Progesteron, haben wir einfach eine längere Aktivität im Zungenmuskel drin. Und in der Menopause, da wird's dann, gleichen sich die Unterschiede aus. Also da ist es dann eben nicht mehr so ausgeprägt, der Unterschied dieses Zykluses. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja, wie gesagt, Ehrendoktorwürde auch für verliehen für die Arbeit bei der Entstehung der Pille. Und jetzt gibt es natürlich die große Diskussion, soll man in der Postmenopause oder in der Menopause ein Hormonreplacement, also eine zusätzliche Gabe von Hormonen durchführen oder nicht. Und das ist ja relativ, hat man mal sehr aktiv betrieben, auch aufgrund der Forschung da, weil man gedacht hat, dann kann man also auch verhindern, dass die Frauen schnarchen und sie besser atmen. Aber Sie wissen ja, dass leider sehr viele Studien rausgekommen sind, dass damit auch die Krebsrate beim Brustkrebs erhöht ist. Deshalb ist momentan das Replacement ein bisschen in Verruf geraten. Es sind immer noch zwei Lager, weil man weiß zum Beispiel, diese Wirkung des Progesterons hat auch eine kardioprotektive Wirkung bei den Frauen. Das heißt, wenn Frauen sich vor Herzinfarkt schützen wollen, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn sie die Pille in der Menopause nehmen. Also wie gesagt, wahrscheinlich muss man irgendwo Wege finden, das auszugleichen. Und ich denke, man muss auch in dem Bereich der Forschung, gerade jetzt, wo die Genderforschung einfach so wichtig geworden ist, noch viel stärker reingehen, um vielleicht das richtige Maß zu finden an hormoneller Ersatztherapie, um die bestmögliche Wirkung zu haben, dass Schlaganfälle und Herzinfarkte bei Frauen vermieden werden können. Denn das kann das Progesteron. Ja, sie können sich mit Progesteron schützen. Man muss wahrscheinlich irgendwo versuchen, die Risiken aneinander zu vergleichen und irgendwo eine Balance zu finden. Ja, und natürlich wird das Ganze nochmal verstärkt in der Schwangerschaft. Da werden ja jetzt die Zyklen noch stärker. Und hier sehen Sie also die Wochen nach der Befruchtung oder nach der Einnistung der Eizelle. Sie sehen, welche Schwankungen hier durch die verschiedenen Hormonproduktionen ergeben sind. Und das ist einmal, glaube ich, jetzt muss ich nachschauen, das ist CO2, genau. Und also PP ist Postpartum, ja, einmal nach der Geburt im Vergleich zur vor der Geburt. Hier nochmal ist es so, wie schaut das aus, die Antwort auf Hypoxie. Das ist natürlich für uns Höhenforscher wichtig, weil es gibt natürlich auch Frauen, logischerweise, die in Hypoxie leben und dann schwanger werden. Das sind alle die Sherpa-Frauen, das sind natürlich die Frauen, die in den Anden leben, aber natürlich sehr, sehr viele chinesische Frauen, die von der Zentralregierung nach Tibet versiedelt worden sind, um dort sozusagen mehr chinesischen Einfluss in den Bergregionen zu haben. Und hier ist es so, dass es nochmal natürlich Unterschiede gibt und dass auch hier entscheidend ist, wie viel Progesteron ist da in Bezug auf die Antwort, wie schneller atmen wir, je mehr Hypoxie da ist, je größer der Sauerstoffmangel ist. Also während der Schwangerschaft ist und muss die Atmung nochmal zunehmen, das ist ja auch logisch, weil die Frau muss ja den Embryo sauerstofftechnisch miternähren. Und das ist vielleicht ja auch mit einer der wichtigsten Gründe, warum Frauen so viel mehr Progesteron haben, damit das da wirklich gut funktioniert. Und wir haben schon angesprochen, eben die Pille. Welchen Einfluss hat die Pille auf das Ganze? Und man sieht, dass die Pille auch einen starken Einfluss auf die Sache hat. Also hier einmal, wenn Frauen die Pille nehmen, sehen Sie sich hier das an, was das für einen positiven Einfluss hat auf die Ventilationsrate. Und wenn Sie die Pille nicht nehmen, dann dauert es eben bis wirklich in die zweite Zyklusphase hinein, bis sich das aneinander angleicht. Ja. So, Frauen in Hypoxie, haben wir nochmal die Gerlinde Kaltenbrunner
im Hermann-Bull-Institut. Da hatten wir gerade auf 5000 Meter eingestellt. Sie sehen, das macht ja gar nichts aus. Genauso wie dem Hans Kammerlander und dem Ralf Dulmowitz. Während ich, na, da war ich noch fitter, da hat es mir auch noch nicht so viel ausgemacht. Also, Frauen können besser auf die Berge. Das ist einfach so. Nicht nur hier diese Dame, also meine Mutter. Ja, Tagebuch vom Juli 56. Sondern alle Frauen. Alle Frauen tun sich leichter. Also, wenn eine Frau alle 8000er bestiegen hat, ist die Leistung nicht ganz so groß wie bei einem Mann, beim Reinhold Messner, der alle 8000er bestiegen hat. Aber das darf man gleich wieder ein bisschen einschränken. Es ist so, dass also offensichtlich, wenn man sowieso so schnell atmen muss, der Einfluss vom Zyklus immer weniger wird. Das ist also eine Arbeit, die gezeigt hat, dass da der Unterschied nicht so groß ist. Sie sehen, einmal A steht also jetzt für Altitude, ja, für Höhe, und SL steht für Sea Level. Und da sehen Sie das, dass zwar das Progesteron, schauen Sie sich das an, den Unterschied bei den Frauen, ja, hier in Ruhe, aber auch bei Bewegung, ist natürlich das hochsignifikant, wie viel mehr Progesteron dann in der zweiten Phase des Zyklus da ist. Das gleiche auch bei der Höhe. Wenn Sie sich aber jetzt das Minutenvolumen anschauen, dann sehen Sie, ist kein signifikanter Unterschied mehr da. Also das spielt dann da offensichtlich, wenn man sowieso so schnell atmen muss und so viel atmen muss, nicht mehr ganz so die große Rolle. Also können Sie das, was ich gerade vorhin gesagt habe, schon ein bisschen wieder einschränken. Ja, und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Forschung, die auch aus Cleveland kommt, von der Frau Professor Beal, die ist am Institut für Anthropologie und die beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Genetik. Ist da ein genetischer Einfluss bei das Ganze? Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend. Das hat jetzt auch humanitäre, politische Gründe, weil das natürlich großen Einfluss darauf hat, ob zum Beispiel, wenn jemand in Tibet lebt, sei es ein eingeborener Sherpa oder sei es ein eingesiedelter Chinese aus anderen Gebieten Chinas, dass der eine Überlebenschance hat in dieser Höhe. Das gilt natürlich auch für Andenbewohner oder Leute, die in den Anden arbeiten oder dorthin ziehen. Und da ist schon entscheidend, welche Gene sind da vorhanden. Und da gibt es tatsächlich doch einfach aufgrund der Evolution von den Leuten, die länger dort schon gelebt haben, eine andere genetische Entwicklung und höhere, sogar höhere, also Atemwerte, wie gut die atmen, wie tief die atmen, wie schnell die atmen und auch in Bezug auf die Sauerstoffsättigung. Und das wiederum hat Einfluss darauf, ob Kinder überleben oder nicht überleben. Das heißt, welche Gene die Frauen in diesen Gebieten haben, in diesen Höhengebieten, die da leben, das entscheidet darüber, über wie viele Kinder, wie hoch die Kindersterblichkeit ist. Und Sie sehen, das ist dann doch ein ganz schön deutlicher Unterschied hier zwischen verschiedenen Gentypen. Ja, also da spielt das schon eine große Rolle und ist auch hochsignifikant in dem Bereich. Und dann spielt eine große Rolle natürlich, kann man sich an die Höhe anpassen oder nicht. Wir wissen das, dass es also gerade bei der Entwicklung der akuten Höhlenkrankheit deutliche genetische Unterschiede gibt, aber auch wenn sie dauerhaft in der Höhe leben, also gegen chronische Höhenkrankheit oder eben überhaupt insgesamt sich anzupassen, spielt eine große Rolle, wie die genetische Veranlagung sind. Und das Neueste zu dem Gebiet, das sehen Sie auch, ist gerade jetzt eine Jahr alte Publikation, sieht so aus, das ist durch SNPs, hat man das nachgewiesen, von dem zwei Genen, die bei den Mitochondrien eine große Rolle spielen, dass es da starke Unterschiede gibt, hier im Bereich der Anpassung auf die Höhe. Hier auch nochmal, hier ist sind verschiedene Aromatasen nachgewiesen worden, deren Aktivität, dass die eine große Unterschiede spielen, auch dann im Bereich der Hormonhöhe im Bereich der Schwangerschaften unter
verschiedenen Völkern. In dem Fall hat man ja jetzt Andenvölker mit Europäern verglichen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es ist die Evolution sieht so aus, dass die afrikanischen Hochlandbewohner, die sind in der Evolution natürlich am weitesten fortgeschritten, die können am besten mit der Höhe umgehen. Das sind die Äthiopier, die Kenianer, die ja immer dann die Goldmedaillen auch gewinnen, aufgrund dieser genetischen Vorteile, die sie haben, trainieren natürlich auch total fleißig, ist klar. Und dann die nächste Entwicklungsstufe, das sind die asiatischen Bergvölker, also die Tibeter, die Sherpas. Und dann als letzte, weil in der Evolution am kürzesten in der Höhe leben, das sind die Andenbewohner. Und wir sind natürlich, je nachdem, wir haben das ein bisschen da, wie von welcher Seite wir so ein bisschen abstammen. Die einen haben Gene, die anderen nicht. Aber wie gesagt, wir wären natürlich, wenn wir jetzt in den Alpen wohnen würden, die am wenigsten lang dort leben. Also der Ötzi ist ein bisschen benachteiligt sozusagen gegenüber den anderen. Die Äthiopier, die wären immer Schritt voraus gewesen. Spielt Alter eine Rolle? Alter spielt eine Rolle, aber das sieht man auch, es gibt deutliche Unterschiede zu uns. Wenn Sie bei uns anschauen, bei uns hat ein Neugeborenes immer eine Sauerstoffsättigung von 99. Ja? Und dann geht es mit dem Alter langsam runter. Während bei den Völkern hier, bei den, das sind die Tibeter, da schaut es anders aus. Da ist es so, dass der Sauerstoffgehalt erst ansteigt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die dann doch noch mehr und vermehrt Erythrozyten bilden. Wenn sie bis zum 11. Lebensjahr steigt, also die Sauerstoffsättigung noch an. Das heißt, wir haben als Neugeborene und als kleine Kinder eine Sauerstoffsättigung von 95 und dann steigt die erst bis 99, 100 an, wenn sie 11 sind. Bei den Männern geht es dann wieder bergab, kontinuierlich, während die Frauen bis zum 50. Lebensjahr diese hohe Sauerstoffsättigung gut halten können. Also sehen wir auch nochmal einen deutlichen Geschlechterunterschied. Ja, spielt es jetzt eine Rolle, nochmal bei der Entwicklung von Krankheiten, wie zum Beispiel der Schlafapnoe oder stark ausgeprägten und belastenden Schnarchen? Und ja, es sieht tatsächlich so aus. Das ist eine Arbeit von mir aus dem Jahr 2003, wir haben uns Frauen angeschaut mit Schlafapnoe und welche ohne und haben also gesehen, dass die Unterschiede doch sehr deutlich sind, dass also die Frauen, die also keine Schlafapnoe und kein Schnarchen hatten, dass die höhere Progesteronwerte hatten als die, die geschnarcht haben und Schlafapnoe hatten. Und das gibt es auch noch mal aus anderen Studien, die das gleiche gezeigt haben, auch schon vorher. Ja, das heißt, hier Frauen in der Postmenopause haben eine niedrigere Sauerstoffsättigung, haben mehr schlafbezogene Atmungsstörungen, fangen also dann genauso schnarchen an wie wir Männer, während die Frauen eben in der vormenopausalen Phase weniger davon betroffen sind. Ja, wenn wir mehr Progesteron geben, können wir dann die Atmung verbessern, auch bei solchen Leuten, die schlafbezogene Atmungsstörungen haben. Das ist ganz klar der Fall. Sehen Sie eine Arbeit von meinem Mentor, der hier sitzt, dem Professor Stoll aus dem Jahr 1985, hat also Progesteron eingesetzt. Damals hatte er noch kein CPAP oder andere Geräte und hat es mit Progesteron probiert und es funktioniert ganz gut. Allerdings braucht man so hohe Dosen, dass die Nebenwirkungen so hoch sind, vor allem bei den Männern, und das hat sie dann nicht so durchsetzen können. Und man kann auch hier insgesamt die Atmung noch mal deutlich auch verbessern, wenn man Progesteron gibt. Auch das ist keine ganz neue Geschichte. Man hat das auch nicht nur bei Leuten mit Schlafapnoe und Schnarchen versucht, sondern man hat Progesteron auch bei Patienten mit COPD gegeben. Sie sehen, das war eine Publikation aus dem Jahr 1960, Journal of Clinical Investigation, von Harvard kommend. Und da sehen Sie das ganz deutlich, das CO2, also jetzt nicht verwechseln, jetzt haben wir Kohlendioxid, das wollen wir natürlich runterkriegen, wenn wir das zu hoch haben. Bei einem Emphysem-Patienten normalerweise liegen wir ja hier bei um die 40 rum, wäre jetzt ein normaler Wert. Und so ein richtig schwer kranker COPD-Patient hat eben hier über 60. Und um das zu normalisieren, das können Sie normalisieren, indem Sie höhere Dosen an Progesteron geben.
auch von der Therapie ist man natürlich wieder weggekommen, auch da, weil man so hohe Dosen gebraucht hat vom Progesteron, dass die Nebenwirkungen einfach zu hoch waren. Aber es würde rein theoretisch funktionieren. Ja, und jetzt ist 4 Uhr, ich habe die Zeit eingehalten. Und das ist das eben von mir vorher schon erwähnte Foto von meiner Mutter, vom Hermann Buhl, der also wie gesagt auch dem Forschungsinstitut den Namen gegeben hat. Und in dem Sinne, wenn Sie noch Fragen haben, ich hoffe, Sie haben neue Einblicke bekommen. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie mich weiter bei der Forschung, bei der Tätigkeit unterstützen. Und wenn wir mal wieder einen Vortrag haben, zu einem Thema auch wieder so schön zahlreich erscheinen. Vielen Dank. Thank you.